Lieben, liebe Grüße aus Hamburg und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jenny Siering, ich bin Energy Healer, Soul Coach und Yogalehrerin und du hörst heute deinen Herzzeit-Podcast zu deinem Glück und zu deinem Herzen. In der heutigen Folge geht es um ein Hard Talk. Das ist mein Leben und ich setze meine Schwingungen wieder nach oben. Und es ist eine Jubiläumsfolge. Herzzeit ist seit gestern 2 Jahre alt. Nicht Herzzeit ich, sondern der Podcast. Und für mich ist das ein ganz besonderer Tag, weil vor 2 Jahren war es so ungefähr die Vorfreude, dass ich nur noch 1,5 Monate in meinem alten Bürojob arbeiten darf oder musste. Ich habe gekündigt und habe gesagt, ich möchte ganz für die Praxis, ganz für Energy Healing, Soul Coachings und für den Podcast da sein und habe mich entschieden, mich ins Wasser zu schmeißen, ins Kalte und wirklich zu kündigen und zu sagen, ich mache das jetzt mit Herzzeit Vollzeit. Und ja, das ist jetzt ungefähr fast 2 Jahre her. Davor habe ich vorher schon in meiner Praxis gearbeitet, aber immer noch neben meinem Beruf. Da habe ich zwar von 40 auf 24 Stunden reduzieren können, aber das habe ich dir auch schon alles in anderen Folgen erzählt. Wenn du da mehr zu hören willst, dann hör dir andere Podcast-Folgen noch von mir an. Und in dieser Jubiläumsfolge möchte ich dir ein Geschenk geben. Deswegen gibt es gleich einen Hard Talk. Und diesen Hard Talk, diesen Herzensspruch oder dieses Herzgespräch, was du führen kannst, das kannst du jeden Tag hören. Das kannst du hören, wenn es dir richtig gut geht und du deine Stimmung noch hoch pushen möchtest, wenn du vielleicht mal down bist, dass du immer wieder weißt, okay, das ist mein Weg, den gehe ich, das ist mein Leben hier. Oder wenn du auch mal so ein bisschen mittelmäßig drauf bist und irgendwie nicht weißt, wohin es gehen soll, dann hör dir diese Folge immer wieder an. Du kannst ja auch das, was ich jetzt sage, immer wieder ein bisschen vorspulen und wirklich nur dein Hard Talk hören. So oft es geht. Du kannst zum Beispiel auch hören, wenn du einschlafen willst oder schon einschläfst. Das geht dann auch in dein Unterbewusstsein. Also alles diese Worte, die ich dir gleich sagen werde, die du aber bitte so ummünzen tust, dass du sagst, das sage ich mir jetzt selber zu mir. Das ist mein Geschenk zum 2-jährigen Herzzeitjubiläum. Und ich möchte euch nochmal Danke sagen. Danke für eure Unterstützung. Danke für all eure Nachrichten, die ich per E-Mail, bei Instagram bekomme, auch bei den YouTube-Channel. Da geht es jetzt auch schon ein bisschen immer mehr ab, dass ihr mir immer mehr folgt. Ich habe ja YouTube erst vor 2 Monaten dazugeschaltet. Ich danke euch für euer Feedback und auf allen Plattformen, wo du mir folgst, weil das ist wirklich mein Geschenk, was ihr mir geben könnt, dass ich merke, ah, okay, euch gefällt eine Folge, ich kriege ein bisschen Feedback oder ich kriege ein Like bei YouTube oder ein Follower mehr, dass ich einfach weiß, okay, die Arbeit, die ich hier mache, die kommt bei euch an und die berührt euch auch und das ist mein Geschenk, was ihr mir geben könnt. Also, wenn du jetzt gleich bereit bist, dann schließ entweder die Augen, setz dich in Ruhe hin, aber du kannst es auch einfach beim Autofahren hören und denk dran, du kannst diese Folge so oft wie möglich hören. Es ist wirklich eine gute Folge für dich und sie hat mir in meinem Prozess auch nochmal sehr viel gebracht, mir das aufzuschreiben und es wird danach keinen Jingle geben. Deswegen auch, wenn du diese Folge irgendjemanden schicken willst, weil du merkst, oh, das könnte dem gut tun, mach das. Es wird keinen Jingle geben, dass du einfach nochmal einfach merkst, ah, okay, das ist die Energie der Sätze und dass du nicht von irgendeiner Musik rausgerissen wirst. Wenn du merkst, dass du ruhig nach den Sätzen bist, dann nimm nochmal diese ruhige Stimmung. Wenn du merkst, dass du richtig Lust hast, jetzt ins Tun zu kommen, dann mach das. Also alles, was nach diesen Sätzen kommt, mach das einfach für dich, sei nicht verwundert. So, ich verabschiede mich sozusagen schon mal hier im Intro und sozusagen im Outro. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du mir immer wieder deine Zeit schenkst. Mein Licht grüßt dein Licht, deine Jenny. Der Hard Talk, das ist mein Leben und du setzt deine Schwingung jetzt nach oben. Das ist mein Leben und ich habe nur das eine Leben, hier und jetzt. Ich werde ab heute und jeden Tag meine Einstellung und meine Überzeugung zu mir und anderen beobachten und gegebenenfalls positiv ändern. Ich werde mir meiner Gedanken und Handlungen jeden Tag bewusster und habe immer die Wahl zu entscheiden, was ich denken und fühlen möchte. Alte Überzeugungen lasse ich fallen und erschaffe mir neue positive Sätze, die mich stärken,
Nur ich kann mein Leben ändern und dieses werde ich jeden Tag Schritt für Schritt tun. Ich habe immer die Wahl, einen anderen Weg zu gehen. Ein Weg, der vielleicht anders aussieht als die anderen, ihn gehen. Ich lasse mich ab heute nicht mehr von anderen verunsichern. Ich habe Vertrauen zu mir, meinem Weg und dem Universum. Ich gehe diesen Weg, egal was andere sagen und denken. Auch wenn manchmal große Herausforderungen kommen, nehme ich diese und erkenne sie als Aufgabe, die ich bewältigen kann. Ich vertraue, dass das Universum mir nur die Aufgaben gibt, die für mich machbar sind. Ich packe Dinge an und setze sie um. Sollte ich scheitern, heißt Scheitern für mich lernen. Ich lerne und mache weiter. Ich gehe in Liebe durch die Welt und lasse andere von meinem Fortschritt profitieren. Ich möchte nicht nur mich groß und strahlend sehen, auch alle anderen um mich herum dürfen in ihrer einzigartigen Größe strahlen. Mir wird jeden Tag bewusst, dass es im Universum keine Grenzen gibt. Deswegen höre ich auf, mir meine Grenzen zu setzen. Ich kann alles sein, was ich will. Ich erkenne, dass Geld Liebe ist und dass ich diese Liebe immer empfangen darf. Ich darf diese Liebe wieder in die Welt tragen und damit noch mehr Gutes tun. Fülle im finanziellen Rahmen und auf allen anderen Ebenen erlaube ich mir voll und ganz. Ich schenke mir jeden Tag die Portion Selbstliebe, die ich brauche, um in meiner Kraft zu sein. Ich setze mich in den Fokus am Anfang des Tages, dass ich danach in meiner Kraft dienen kann für die Gesamtheit. Ich wähle jeden Tag, mich gut um meinen Körper zu kümmern, denn er trägt meine wunderbare Seele. Auch wenn ich mal antriebslos bin und den Sinn im Leben nicht sehe, sehe ich diese Phase als Prozess- und Weiterentwicklungsschritt an und verurteile mich nicht. Ich verurteile mich eh nicht für meine Vergangenheit oder das, was mir widerfahren ist. Ich weiß, dass die Vergangenheit ein Teil von meinem Prozess ist und ich nur dieser wunderbare Mensch werden konnte, der ich jetzt bin, durch diese Erfahrung. In den dunklen Phasen in meinem Leben durfte ich lernen und dieses erkenne ich an. Ich lasse dieses nach und nach gehen. Ich lasse vor allem die Menschen gedanklich los, die mir Narben zugefügt haben und befreie mich von ihnen für meine Zukunft. Die Zukunft ist ungewiss und gleichzeitig erlaube ich mir, die schönste Version von mir und meiner Zukunft zu visualisieren und es somit in mein Leben zu ziehen. Alles, was ich mir mit gutem Gefühl vorstellen kann, ist bereits eine Möglichkeit meiner Zukunft. Ich habe es verdient, auf allen Ebenen meines Lebens in Fülle zu leben. Diese Zukunft sehe und fühle ich jeden Tag, um mich in ein gutes Gefühl zu bringen. Ich verstehe, dass das Hier und Jetzt der Zeitpunkt ist, wo ich Dinge ändern kann. Deswegen hänge ich nicht in der Vergangenheit oder habe Angst, was in der Zukunft passiert. Ich rede jeden Tag gut mit mir. Ich bin meine beste Freundin oder mein bester Freund. Ich höre auf, mich zu vergleichen, mich dadurch runterzuziehen und womöglich nicht meinen Weg zu gehen. Wenn ich mich vergleiche, weiß ich, dass alles, was ich in den anderen sehe, auch in mir steckt. Ich darf mich also trauen, diese Schätze in mir zu finden und sie nach außen zu tragen. Ich erkenne, dass alles aus meinem Inneren kommt und ich das Außen nicht mehr so wichtig nehme. Ich erzeuge alles aus mir heraus. Das ist mein Leben und ich erkenne jeden Tag, dass ich einzigartig bin und ich auf dieser Welt gebraucht werde. Wenn ich nur eine andere Seele positiv beeinflusse, hat mein Dasein einen großen Sinn gehabt. Deswegen ist es meine Aufgabe, mich und andere zum Strahlen zu bringen. Dinge, die mir nicht gefallen und über die ich mich ärgere, kann nur ich ändern oder die Sichtweise darauf. Sollte ich sie nicht ändern können, habe ich immer die Wahl, mich neu zu orientieren. Ich muss mich mit nicht zufrieden geben. Ich mache andere nicht für mein Glück verantwortlich. Ich erkenne jeden Tag mehr und mehr, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich passe auf meine Energie auf und lasse nicht zu, dass andere diese Energie absaugen oder ausnutzen. Ich schütze mich so gut es geht und wähle einen Kreis von Herzmenschen um mich herum. Das ist mein Leben und gleichzeitig achte ich auf alle anderen Lebewesen und auf die Natur. Die Natur ist mein Zuhause und ich pflege dieses Zuhause so gut ich kann. Ich gehe in den Prozess und schaue, was ich dazu beitragen kann, dass es unserem Planeten besser geht.
Auch hier gibt es keine Verurteilung, dass ich zu wenig tue. Schritt für Schritt ändere ich das, was ich kann. Ich erkenne jeden Tag, dass die Dinge, die ich denke, Gefühle auslösen. Nur ich kann diese Gedanken beeinflussen und somit mein Gefühl. Ich habe somit jeden Tag die Wahl, ob ich negative Gedanken pflege und ich mich dadurch runterziehen lasse, oder ich denke positiv und lasse meine Zellen von den positiven Gefühlen höher schwingen. Ich weiß, ich habe jederzeit die Wahl, mich für andere Gedanken zu entscheiden, denn das ist mein Leben, hier und jetzt. Danke, dass es mich gibt. Danke, dass ich dieses Leben leben darf.